untere Cobblestone-Reihe sieht man kaum, aber ich glaube, das geht so schon. Und da und da und da läuft der Strom runter. Super. Ich glaube, dann machen wir das tatsächlich so. Die kleinen Dinger hier, die brauchen wir dann gar nicht mehr tatsächlich. Alles klar. Das lässt sich doch angenehm bauen, würde ich sagen. Und ja, also diese Reihe hier unten. Man würde sie auf der gleichen Höhe dann natürlich vernünftig sehen. Es ist alles 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Es ist auch nicht quadratisch. Das finde ich bei Häuserfronten eigentlich mal ganz schön, wenn die nicht quadratisch sind. Das sieht dann sonst mal so ein bisschen kastenförmig aus, ein bisschen komisch. In dem Fall wunderbar. Hat dann auch den Vorteil, wir können tatsächlich absah. Wir können tatsächlich auch Fenster bzw. irgendwie so Eisengitter oder ups, irgendwie Eisengitter oder sowas reinbauen. Das ist doch superb. Superbst. So, Junge, zuziehen hier. Und wir sind auch quasi schon fast oben. Ne? Hier kommt eben dann noch ein Stockwerk rein. Von innen ist es natürlich völliger Mumpitz. Mal gucken, ob wir dann eine doppelte. Ich glaube, da ziehen wir eine doppelte Decke rein. Das ist dann okay. Zack und zack. 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 So. Auch gleich nochmal zur Säge gehen, ne? Na super. Die machen wir uns dann auch gleich wieder fertig. So. Jetzt haben wir vier, dann brauchen wir zwei. Wir haben zwölf. Brauchen wir da zwei? Ne, wir brauchen vier, ne? Wir brauchen diese hier. Sind doch 16. Mir zu doof. Ich schmeiß das einfach weg. Tschüss. Tschüss. Verdammt. Was wollte ich jetzt eigentlich holen? Von den Dingern hier wollte ich noch welche holen. 12. Zack. Ja, damit. Reicht nicht. Gucken wir mal. So. Auf ein neues, auf ein neues. Der wächst auch nicht mehr. Ja, wir kommen langsam rum mit dem Berg, mit dem Wald. Oder kommt er dann hier bis nach hinten da zur Klippe? Schließt sich so an den mit an, verdichtet den vielleicht auch noch ein kleines bisschen und dann passt das. Einmal hinauf. Einmal hinauf. Bei der Gelegenheit können wir auch gleich mal die Zwischendecke einziehen. Hier, hier, hier. So. So ist es dann halt. Ich
Habe ich, glaube ich, gesagt, ne? Ich glaube, im Originalentwurf habe ich auch eine Zwischendecke gehabt. Oder so eine abgehängte Decke, so eine doppelte Decke. Dann haben nämlich auch die Fenster hier so ein bisschen Sinn. Was wir bei der Gelegenheit direkt mal machen können. Nee, kann man nicht. Ha, schade. Man kann hier ja keine Treppe. So, Fenster oben, Fenster unten mit Treppe geht ja hier nicht. Wir haben auch keinen. Von denen gibt es ja keine Treppen, die so kurze. Wir machen das mal so, wie es ist. Shift, Rechtsklick und Rechtsklick. So. Hat ja lange gereicht. Ja. Dann machen wir eben noch mal eine Leiter und wir stellen die Fackel wieder hin. Ja, und Leiter geht natürlich dann auch zwischen den Fenstern hoch und dann passt das dann schon. Joa, 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 joa. Das müsste. Ne, hier ist richtig, hier ist auch richtig. Ja, man kommt hier halt irgendwie 1, 2, 3 und dann da noch das Ding und kommt in so einem Tunnel nach oben. Aber gut. Oh, man kann hier richtig schön Ausblick. Meine Güte, meine Güte. Ja, da ist dann hier, ne? Bis hier hinten zur Kante ist Wald. Bis hier, da, wo wir gesagt haben, da hinten, da hören wir dann auf, da ist dann auch Wald unten. Boah, die Wüste, die bleibt so, wie sie ist, ne? Vielleicht kann man da hinten noch irgendwo so ein. Hier noch so ein Leuchtturm hinbauen. Leuchttürme sind ja immer sehr beliebt beim Bauen in meinem Test. Die Burg kommt da oben drauf natürlich. In einem ähnlichen Stil wie der Turm hier, das passt dann schon. Und der Weg und der Wald, das wird toll, das wird alles toll. Das wird noch alles toll. So, aber erstmal gucken wir mal, wie schnell denn hier gebrannt wurde. Naja, gut. Ich habe natürlich wieder nicht abgezählt, wie viel wir jetzt tatsächlich noch brauchen von den Dingern. Immer aber nochmal wieder 40. Gucken wir mal, ob das reicht. Wenn nicht, dann nicht. Es ist ja nicht so weit. Habe ich eigentlich. Mal. Kann natürlich auch hier irgendwie einen Ofen und sowas hinbauen, aber wir lassen das jetzt mal. So, wir machen hier erstmal nochmal weiter. Das bedeutet, der Replacer, der ist noch konfiguriert für, genau. Ja. Zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. So. Dann einmal oben Koblistone. Ich überlege gerade, ob wir da nicht eigentlich auch Holz nehmen können. Das Design ist ja jetzt irgendwie ein völlig anderes. Wir gucken gleich mal. Ich meine, wir haben ja auch unten mit Holz angefangen, also müssten wir ja eigentlich. Wir bauen mit Holz weiter. Ich glaube, das sieht schöner aus. Hab ich denn noch Holz? Ja, ich habe sogar noch Holz. Sehr gut. Und es ist ja auch nicht allzu viel, was wir wegholen müssen.
Die bleiben, ne? Kommen nur die Ecken. Nur die... Jupp. Komm mal nicht ran. Nur die Ecken kommen weg. Weil es wäre ja Quatsch, hier über dem Kreuz, dem Holzkreuz, was da ist, hier gleich das nächste Kreuz hinzustellen. Hier oben machen wir wieder ein Kreuz hin. Hier unten lassen wir, wie es ist. Also da kommen dann wieder Kreuze hin. So. Schauen wir dann gleich mal, wie komisch das aussieht. So, die unsichtbaren Dinger, da machen wir natürlich wieder Erde dran. Versteht sich ja von selbst, wir verschwenden hier kein gutes Holz. Ja. Man sieht es dann ja sowieso nicht, wenn es zugebaut ist. Also von daher. Und wir sind auch schön nah dran, dass man nicht mit allzu hoch bauen muss. Das ist auch gut. Da wiederholt sich dann gleich von unten so ein bisschen das Design mit den Zinnen. Müssen wir gleich nochmal ins Lager laufen und Holz holen, ne? Das war's dann mit dem Holz. Wir können ja mal eben von außen gucken. Ja, ist wesentlich besser. Also finde ich zumindest. Es ist halt eine Reihe irgendwie Cobblestone noch mit drin, da unten. Aber die sieht man dann da oben ja nicht mehr. Da oben ist dann vernünftig zu, da ist vernünftig zu. Wie wir die Zinnen da gleich draufsetzen, gucken wir mal. Ja, kriegen wir hin. Genau. Wieso bist du eigentlich so dunkel? So. Dann geht's einmal zurück durch den Wald. Ja, ja, wie wir dann tatsächlich die Wege machen, da kann man dann immer noch mal gucken, ne? Holz hatten wir noch, ne? Ja, siehst du mal. Wir nehmen mal 50 mit, so viel werden wir nicht mehr brauchen. Und die brauchen wir auch nicht mehr, weil die kriegst halt nicht mehr irgendwie zu irgendwas gemacht, ne? Das ist wieder dieser Scheiß. Blöder Scheiß da unten. Ach, wir können eigentlich mal Cobblestone brennen. Da haben wir noch einen Stack. Bei der Gelegenheit auch gleich mal die Schrottkiste aufräumen, ne? So, hinein mit dem guten Zeug. Genau, schmeiß die Erde weg. So, wir sind auch schon wieder in der dritten Folge dieser Aufnahmesession, wenn ich das richtig sehe. Na gut, es ist einmal irgendwie ein Zeitraffer drin von ein paar Minuten, ja, ich glaube, aber trotzdem ist die dritte relativ am Anfang der dritten Folge, wenn ich mich nicht vertue.
War gut, dass wir so viel Holz mitgenommen haben. Ja, gut, dass wir noch Stöcke haben. Ja, komm. Och, ja, wir gucken mal. Oh, genau, hier kommt ein doppelter Boden rein. Da kommt denn das? Hier ist Boden, da ist Luft, da ist Boden von oben und dann ist das Haus ja wunderbar. Also trotz Designänderung funktioniert das mit dem Design oder mit der Höhe, die ich mir ursprünglich auch gedacht habe, trotzdem noch. Das ist doch ganz gut. Jetzt tue ich das da oben rein, irgendwo hier rein tun. So, dann haben wir hier rum drum einmal fertig. Und es wäre halt, wie gesagt, hier direkt drüber irgendwie gleich schon das nächste Kreuz und das würde echt merkwürdig sein. So. Dann kann man nämlich hier das überschüssige Holz gleich mal irgendwie sinnvoll verwenden. Na gut, wir müssen ja noch ein bisschen höher gehen gleich, aber dann machen wir zumindest schon mal den unteren Teil der doppelten Decke rein. Es reicht natürlich nicht. Es reicht natürlich nicht. So, so, so. Es ist übrigens für mich zumindest echt mal angenehm, mit offenem Fenster zu spielen. Ich weiß zwar nicht, wer mich das draußen alles hört. Hallo Nachbarn. Aber frische Luft ist super. Immer schön ans Mikrofon klopfen. So. Den oberen, den lassen wir mal. Das ist unsere Höhe, wo wir hinwollen. Wir sind jetzt schon mal bei 30. Wir müssen da irgendwas bei 50. Könnte ja auch glatt unser neuer Aussichtsturm werden hier, oder? Ist denn ein Loch im Felsen? Das ist einfach nicht geladen wahrscheinlich. Ne? Das ist genau wie das, was hier immer war. Also Turm bauen ist immer geil. Kannst du sagen, was du willst. So, jetzt müssen wir überlegen. Wir haben hier mit den. Wir haben da mit den Treppen angefangen, ne? Dann machen wir das nämlich hier auch. Treppe. Treppe, Treppe, dann Slabs dazwischen, dann die Reihe drauf. Na, wir gucken gleich mal. Und da kommt dann wieder so ein Special Schlepp hin. Special Treppe hin. So eine Ecktreppe kommt da wieder hin. Ne? So. Haben wir natürlich überhaupt kein Material mehr für. Man überlebt sehr gut. Hallo. Tschüss. Ich kümmere mich gleich um dich, keine Sorge. Wir brauchen auf jeden Fall eine ganze Menge Steine. Ja. Komm mal rein. Tee. So, du, ist auch noch. Da hatten wir aber, glaube ich, unten. Ich habe da einen vorhin einen gesehen. Ist er denn? Da ist er. Guck mal, nämlich gleich mal einen irgendwie auffüllen und dann habe ich hier schon gesehen. Ach, scheiße, nur eine. Ach, hier wären auch noch. Wir müssen gleich mal ein bisschen Eisen uns noch mal irgendwie organisieren. Da
stört das denn? Ach, ein Baum. Hallo, Baum. Ich dachte, was klingt denn da so komisch? Ein Stock, vielen Dank. Es klang, als wenn jemand irgendwie am Schlüsselloch irgendwie rumfummeln würde, das Klöttern, ne? Mit so einem Schlüsselbund. Ah, ich hab's. Ah, so, die Schlüssel ist ja voll, ne? Meine Güte. Prost. Ah, den muss ich jetzt aber unterdrücken. Gut, Tür wieder auf. Hier wieder raus. So. Der musste raus. Gut, so. Dies hat natürlich nicht gereicht. Na gut, 100 kriegen wir. Das heißt, die kommen... Ach, auch immer. Ach, die kommen einfach irgendwo nach unten. Sollen uns mal nicht weiter stören. So. Ach nee, die können wir doch. Die müssen wir. Ah, guck mal, hier hätten wir auch noch. Ich wollte gerade sagen, wo haben wir die ganzen Steine eigentlich hin? 4 von denen haben wir noch. Slaps. Na, wir gucken mal, was wir noch wirklich brauchen. Ich glaube, wir waren soweit eigentlich ganz gut dabei mit dem Material. Sieht schon geil aus hier, der Turm, ne? Mächtiges Ding. So. Da wären wir dann oben. Dann kommt die Slap-Reihe. Das heißt 2, also nochmal 2. 4 für. Na, machen wir hier mal. Zack, zack. 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 Schraubendreher, den sehe ich jetzt schon, dass der nicht reicht. Da. Da ist er hinüber. Ich hätte ein Eisen dabei. Wir gehen mal hier längs. Hui. I'm the king of the hill. Was? Also irgendwie ein Frosch im Hals heute. Ein Glück habe ich auch noch Mineralwasser. Wo ist das Mikrofon hier? Das Mikrofon. Achtung. Also, ich war hier, weil ich... Eisen. Also Aufmerksamkeitsspanne wie so ein Goldfisch, ne, ganz ehrlich. Blub, blub. So, okay. Dann mal den Schraubendreher. Scheiße, einen Schraubendreher. Ach, Mann. Aber ich kann nur immer wieder wiederholen, dieser Replacer. Schon eine gute Mod. Schade, dass man sie braucht. Gut, dass es sie gibt. Also. Wollen wir hier mal ausrichten? Du kannst gar nichts ausrichten, Junge. Na, siehst du doch, dass ich das kann. Hier mal ausrichten. Und hier mal ausrichten. Übrigens Ausrichtung, dass die Texturen alle ausgerichtet sind, liegt an einer Mod. Tja,
theoretisch kann mein Test das mit dem Ausrichten. Es war auch kurzzeitig tatsächlich mal drin. Wurde dann aber entschieden, dass sämtliche Ausrichtung von Treppen und Slabs wieder rausgenommen wird. Weil es unlogisch ist. Was es ja auch nun tatsächlich teilweise ist, aber wenn hier mal guckt, hier ist eine vordere Kante, die ist glatt und hier oben sind Steine, die dran stoßen. Ja, mein Gott. Es ist halt so. Das hast du in anderen Spielen genauso. Ja, also da jetzt noch irgendwie einen Aufstand machen für das, oh, das richtet sich komisch aus, das sieht merkwürdig aus. Ich sag mal so, man könnte natürlich auch Texturen auf diese Nodes legen, die nicht nur eine einzige Textur sind, sondern die mehrere Texturen sind. Man kann ja bis zu 6 Texturen nutzen und die kann man dann sich natürlich irgendwie so zurechtdrehen und so auf die Seiten pappen, dass das dann auch passt. Wer bin ich, das zu urteilen? Nein? Ach komm, ich mach das von unten. Sonst drehe ich da am Rad. So. Nein. Nein. Naja. Ja, wie gesagt, also die... Dass die ausgerichtet sind, vernünftig, die Texturen... Ist meine Schuld. Ist übrigens alles in meiner Modliste verlinkt. Hab übrigens überlegt, dass ich das... das ist ja dieses Mindtest-Meter, also MT-Meter, die Seite, ob ich die tatsächlich ein bisschen anpasse, dass die eben für alle Let's Plays ist, die da sind und kommen könnten irgendwann mal. Was hat die Idiot denn hier gebaut? ja, dass das für alle Let's Plays unabhängig das tatsächlich in Let's Plays dann irgendwie gilt und dann heißt es halt eben nicht mehr MT-Meter, sondern dann heißt es eben anders. Da müssen wir mal gucken. Das nehme ich irgendwann mal in Angriff und dann werdet ihr da wahrscheinlich... Ah, war doch richtig. Dann werdet ihr da auf der Seite dann kleinere Änderungen sehen, was die Sortierung angeht. Oder die Kategorien angeht und dann... Ansonsten wird sich da nichts ändern. Die Seite bleibt natürlich weiterhin so, wie sie ist. Also funktioniert da so. Gibt einen Überblick über das, was ich so für einen Scheiß verzapf. Aktuell eben nur in meinem Test. Und ich denke mal, ich werde das ausbauen eben in alles. Lange Rede, kurzer Sinn. Falls, was ich nicht glaube, aber für den Fall, dass irgendjemand Bookmarks auf diese Seite gesetzt hat, die werden demnächst wohl ungültig werden. Ah, da haben wir gerade eine Seite etabliert und schon wird alles wieder geändert. Aber ich werde keine Weiterleitung einrichten. Das ist Quatsch. Mache ich nicht. Brauche ich nicht, will ich nicht, mag ich nicht, mache ich auch nie. Also eine Seite, unter der es verfügbar ist, alles andere nein. Das Problem ist indirekt, ja, ich hoste das alles über GitLab. Und da ist die Schwierigkeit, dass das teilweise, oder das heißt teilweise, dass halt eben die Weiterleitung da, die Seite liegt in dem Repository und das würde ich natürlich dann entsprechend mit umbenennen. Ich will da keine alten Leichen haben, das heißt, also ich werde kein neues Repository anlegen für das, was ich habe, sondern ich werde das einfach umbenennen. Dadurch wird eben die Seite auch umbenannt, das bedeutet dann wiederum, die ist halt weg. Für eine Weiterleitung müsste ich halt ein Repository mit einem alten Namen anlegen. Und mit dem alten Namen dann eben eine HTML-Datei erstellen, in der einfach eine Weiterleitung drin ist. Und das ist Quatsch. Das heißt, die Seite wird dann einfach irgendwann ungültig werden. Ich werde mal gucken, ob ich zumindest so die letzten, keine Ahnung, 20 Folgen oder so, dass ich da den Link mal anpasse. Aber der alte Link, der bleibt dann halt ungültig, das ist dann so. Aber das schauen wir mal. Hat ja noch ein bisschen Zeit, nicht wahr? So, apropos Zeit. Ach, gleich Mitternacht. Oh, Geisterstunde. Habe ich auch noch nie gemacht, ne? So ein Let's Play mitten in der Nacht. Mal durch irgendwie die Nacht. Das
wird doch ziemlich. Es müsste ja tatsächlich. Balla, es müsste tatsächlich noch höher sein, ne? Das ist halt das Problem, sonst haben die halt nicht 100% Leistung. Also das müsste eins runter. Dann wäre das eine Zwischenetage und da könnte man dann nochmal drauf bauen. Wir gucken mal, was es hier noch gibt. Abgesehen davon soll das ja eh nicht nutzbar sein, also von daher vielleicht machen wir einfach. Das ist doch noch ein bisschen sehr hoch. Das wäre ein sehr hohes Gebäude, was dann hier noch draufstehen würde. Vielleicht machen wir den noch einfach zu den Turm. Das ist ja auch egal. Machen wir, kopieren wir das Design von unten, was wir haben. Einfach hier nochmal drüber. Und dann machen wir dann oben einfach einen Deckel drauf und dann passt das dann schon.